Hallo, ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Wir arbeiten uns ja gerade fleißig durch das Rezeptebuch meiner Oma Helga. Und heute möchte ich euch gerne zeigen, wie Oma Helga ihren Marmorkuchen immer gemacht hat. Oft ist es ja so, dass Marmorkuchen gerne mal zu fest oder zu trocken ist. Aber nach dem Rezept meiner Oma wird der Marmorkuchen immer richtig schön locker und saftig. Wie der Kuchen gemacht wird und welche Zutaten ihr dafür benötigt, das zeige ich euch jetzt. Für den Marmorkuchen benötigt ihr folgende Zutaten: 500 Gramm Mehl, 300 Gramm Zucker, 250 Gramm zimmerwarme Butter, 5 zimmerwarme Eier, 1 Päckchen Backpulver, 25 Gramm Backkakao, 1 Päckchen Vanillezucker, etwas Milch und ein Fläschchen Bittermandelaroma. Zuerst fettet ihr eine Gugelhupfform mit Butter ein und bestäubt die Form anschließend durch Klopfen und Drehen gleichmäßig mit etwas Mehl. Das Backpulver wird zu dem Mehl gegeben und untergerührt. Dann wird die weiche Butter in eine Rührschüssel gegeben und zunächst kurz auf niedriger Stufe gerührt. Nach etwa 20 Sekunden wird die Geschwindigkeit erhöht und die Butter so lange geschlagen, bis sie cremig geworden ist. Nun gebt ihr den Vanillezucker zu dem Zucker, stellt die Geschwindigkeit der Küchenmaschine wieder etwas runter und gebt den Zucker langsam in die Rührschüssel zu der cremigen Butter. Dann wird die Geschwindigkeit nochmal erhöht und die Butter mit dem Zucker schaumig gerührt, bis die Masse schön locker und hell geworden ist und der Zucker sich weitgehend aufgelöst hat. Jetzt wird das Bittermandelaroma dazugegeben. Als nächstes gebt ihr die Eier einzeln nacheinander im Abstand von etwa 30 Sekunden in die Rührschüssel. Auch nach dem letzten Ei wird die Masse noch für etwa 30 Sekunden lang weitergerührt. Danach schaltet ihr die Küchenmaschine wieder etwas runter und gebt das Mehl mit dem Backpulver esslöffelweise dazu. Um sicherzugehen, dass sich kein Mehl am Schüsselboden festgesetzt hat, rührt ihr den Teig mit einem Teigschaber anschließend noch einmal kurz durch. Der Teig sollte eine solche Konsistenz haben, dass er schwer reißend vom Teigschaber fällt. Falls euer Teig dafür zu fest sein sollte, das kommt ja auch immer auf die Größe der Eier an, gebt ihr einfach noch einen kleinen Schuss Milch dazu. Dann füllt ihr etwa 2/3 des Teiges in eine separate Schüssel. Bei mir wogen 2/3 ca. 430 Gramm. Das genaue Gewicht könnt ihr ganz einfach ermitteln, indem ihr vor dem Backen eure leere Rührschüssel auf eine Waage stellt und die Schüssel mit dem Teig später noch einmal abwiegt. Wenn ihr das Gewicht der leeren Schüssel davon abzieht, wisst ihr genau, wie schwer euer Teig ist. Nun wird der Backkakao zu dem restlichen Drittel in die Rührschüssel gegeben und unter den Teig gerührt. Da der Teig durch den Kakao etwas fester wird, gebt ihr jetzt nach und nach immer einen kleinen Schuss Milch dazu, bis der dunkle Teig wieder etwa dieselbe Konsistenz erreicht hat wie der helle Teig. Jetzt wird der Teig abwechselnd in die Backform gefüllt. Hierzu beginnt ihr mit dem hellen Teig, mit dem ihr erst einmal den Boden der Form bedeckt. Darauf wird etwas von dem dunklen Teig verteilt, dann kommt wieder eine kleine Schicht heller Teig und so weiter.
Es muss gar nicht so akkurat sein und zum Schluss muss auch nicht unbedingt mit einer Farbe abgeschlossen werden. Halt einfach immer abwechselnd die beiden Teigsorten verteilen, bis der komplette Teig in die Backform gefüllt wurde. Wenn der Teig dann vollständig verteilt wurde, wird er zum Schluss nur noch kurz etwas glatt gestrichen, damit er überall einigermaßen gleich hoch ist. Mit einer Gabel stecht ihr nun einmal von oben in den Teig und zieht die Gabel spiralförmig rundherum einmal durch den Teig. Der Kuchen kommt jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den nicht vorgeheizten Backofen auf die zweite Schiene von unten für etwa 60 bis 70 Minuten. Am besten macht ihr so ab der 55. Minute alle 5 Minuten regelmäßig eine Stäbchenprobe, denn wenn der Kuchen zu lange im Ofen bleibt, kann es passieren, dass er etwas trocken wird. Den fertig gebackenen Kuchen stellt ihr dann mit der Form erst einmal auf ein Abkühlgitter und lasst den Kuchen die ersten 30 Minuten in der Form etwas abkühlen. Wenn die 30 Minuten um sind, legt ihr das Kuchengitter oben auf die Backform und stürzt den Kuchen durch Umdrehen auf das Gitter. Die Backform könnt ihr jetzt entfernen. Den abgekühlten Kuchen bestäubt ihr zum Schluss noch mit etwas Puderzucker. Tja, und fertig ist der Marmorkuchen. Der Kuchen ist wirklich richtig schön saftig und locker und durch das Bittermandelaroma bekommt er zusätzlich auch noch eine feine Marzipannote. Falls ihr keinen Marzipangeschmack mögt, könnt ihr statt einer ganzen Flasche auch nur ein paar Tropfen Aroma dazugeben oder ihr nehmt statt Bittermandel einfach Rumaroma, das geht auch. Jetzt wünsche ich euch wieder viel Spaß und Erfolg beim Nachbacken. Wenn ihr den Kuchen nachgebacken habt, würde ich mich wieder sehr über euer Feedback freuen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wieder ganz herzlich, dass ihr dabei wart und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.